heißer Heißklebepistole. Nun ja, ihr kennt ja das Problem, ich und die Heißklebepistole, und heute wollen wir mal Abhilfe schaffen. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Mann hat mich überrascht mit einem kleinen Geschenk, worüber ich mich sehr freue, und ich hoffe, meine Hände auch. Und zwar hat er mir, was ich mir schon länger gewünscht habe, einen Glue-Pen geschenkt, kabellos, damit ich mir nicht andauernd die Finger verbrenne, wenn ich mit der Heißklebe arbeite. Den wollte ich heute mit euch zusammen ausprobieren, und nein, es ist keine Werbung, sondern mein Mann hat mir den wirklich geschenkt. Ich habe mir einfach gedacht, vielleicht zeige ich euch mal, ob der was ist, ob das vielleicht auch was für euch ist. Vielleicht habt ihr auch schon andere Vorschläge, sagt, wir haben das oder das, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bevor wir starten mit dem Test, lasst auf jeden Fall einen Daumen rauf da, lasst ein Abo da, betätigt die Glocke, und ich würde sagen, los geht's. So wie es ausschaut, hat dieser Glue Pen eine ideale Größe, also auch für meine kleinen Hände. Und auf dem Karton steht drauf, dass er geeignet ist für Karton, Fliesen, Glas, Leder, Kork, Stein, Metall, Holz, Papier, Textil, Kunststoff. Also ein Alleskönner. Wir werden heute ein kleines Experiment, würde ich es jetzt nicht nennen, aber auf jeden Fall mal auf die Handlichkeit werden wir achten. Das werden wir ausprobieren. Ihr seht, der Karton ist auch noch nicht von mir aufgemacht worden, sondern ich habe extra auf euch gewartet. Jetzt werden wir ihn mal gemeinsam aufmachen. Ich kenne ihn auch nicht. Ich bin schon länger mit dem Gedanken rumgelaufen, mir so ein Gerät zu holen. Mein Mann hat immer gesagt, lass es, lass es, lass es. Und jetzt weiß ich auch, warum er es gesagt hat. So, offen haben wir das Paket damit schon mal. Hier haben wir auch eine Bedienungsanleitung, wie das halt so ist. Eine Garantie haben wir auch, 3 Jahre. Und wie wir sehen, sehen wir hier das Gerät, relativ klein. Ich denke, hier oben ist für zum Pumpen, um es rauszuholen. Hier hinten haben wir einmal den Zugang für die Sticks. Es sind auch Sticks mit dabei, das finde ich schon mal nicht schlecht. Es sind 4 Stück dabei. Ihr seht, die sind ja relativ schmal, klein. Das heißt jetzt für mich, ich muss jetzt wieder leider gucken, weil die für die Heißklebepistolen, die ich habe, die sind dicker, breiter. Die kann ich da leider nicht für nehmen. Aber okay, das macht ja nichts. Das heißt ja nicht, dass ich keine Heißklebepistole mehr benutze. Wenn man sie hier reintut, seht ihr, geht das bis hier vorne rein. Also es hängt nicht mehr so über, das Ganze. So würde ich sagen, recht handlich das Ganze. Hier haben wir jetzt das Teil zum Aufladen, weil das Ganze soll ja akkubetrieben sein. Erwähnenswert ist vielleicht hier der Anschluss, der USB-Anschluss. Der ist so universell einsetzbar, dass er mit jedem USB-Lader angeschlossen werden kann. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Brauchst du jetzt nicht extra wieder was kaufen. So, was haben wir denn hier alles? Inbetriebnahme. Da hinten ist, hier ist einmal die Spitze zum Anstecken USB. Jetzt kommt wieder dreimal reinstecken. Nein, direkt beim ersten Mal. Aber hier nicht. Das gibt's nicht. Echt jetzt? Jetzt. Okay. Und dann wird es aufgeladen. Ich würde sagen, wir schmeißen mal das Gerät an die Ladung. Mal sehen, wie lange er braucht. Wir haben jetzt den Glue Pen
eine wirklich gute geraume Zeit aufladen lassen. Jetzt kommt mal der ultimative Test. Ich habe hier nämlich eine kleine Geschenkbox gemacht für eine gute Freundin, die jetzt Geburtstag hat. Und ich wollte ihr so einen frühlingshaften Gruß zukommen lassen. Und diese beiden Dinge, einmal die Muschel und hier das die Vogelvoliere, wollte ich hier einmal etwas festkleben, damit es mir beim Transport nicht umkippt. Wir versuchen es mal mit dem Pen. Mal schauen, ob ich meine Hände hier in Sicherheit bringen kann. Ja, das war nicht sehr clever. So, okay, dann machen wir mal an. Also festhalten, dann fängt es hier an zu leuchten. Ich denke mal, er geht jetzt in die Aufwärmphase. Jetzt sollte er bereit sein. Jetzt müssen wir mal schauen, weil ich bin Linkshänder. Gucken wir, ob ich das jetzt hier so gut hinbekomme. Dann drückt man das Ganze hier herunter. Wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts. Muss er denn nicht auch pumpen? Ah, das ist ja mega. Guckt mal, wie fein dosiert ich das hier setzen kann. Und dann einmal hier in mein Körbchen rein. Voilà. Schaut mal. Und wirklich ganz fein dosiert, ohne Geklecker. Das finde ich schon richtig mega. Und meine Finger sind heil geblieben. Also mein Fazit, sehr angenehm, auch für mich als Linkshänder gut zu handhaben. Ich würde sagen, eine gute Empfehlung, wer gerne schnell und einfach mit einem Gerät arbeiten möchte. Auf jeden Fall werde ich den hier nicht wieder so schnell hergeben, auch wenn mein Mann sehr begehrlich danach schaut. Er wird ihn nicht bekommen. Ja, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen rauf da, wenn euch dieser Test hier gefallen hat. Lasst ein Abo da und betätigt auf jeden Fall die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn wir das nächste DIY hochladen. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, wenn euch hier auch so etwas gefällt. Ihr seht, es ist aus ganz einfachen Mitteln gemacht. Und hier geht es weiter zum nächsten DIY. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, tschüss zusammen.